Command, either we got a poltergeist, or someone's throwing things at me. Throw stuff around. Nothing here. Returning to post. Supposed to be exactly? Ukraine? It all looks the same through the blizzard. Nah, somewhere in Romania. When is the boss getting off? Sarajevo. He only got on board to identify the sedated guy in the medical car. Right. Our John Doe. You know where we're taking him? This Sakata facility in Mongolia. The boss's private bodyguards, those guys in heavy body armor up train. Yeah, they all trained there. Maybe John Doe is set to join their ranks. No kidding. That's the team that capped Lucas Gray. Those boys must be tough as nails. You know, I toured with Gray back in Chechnya. Yeah. Crazy son of a bitch. Glad it wasn't me in those woods. Whatever went down, it can't have been pretty.
ridiculous, if you ask me. Auch nicht spielen. Du bist gar nicht so langweilig, du. Scheiße. Let's go.
kidding me? Excuse me. I think you for... Is that? Hey. Supposed to be exactly? Ukraine? It all looks the same through the blizzard. Nah, somewhere in Romania. We're on a loop from Zagreb to here, of course. What about Portland? Yeah, hey. Oh, can you grab me a soda or something from the fridge? Just whenever you're heading back this way, no rush. Nee, das wollte ich so jetzt eigentlich nicht. Ich dachte, das wäre ein Hammer gewesen. Das war kein Hammer. Das war ein Raumtier. Fuck! Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich da, Leute. Dauert nicht mehr lang. Hey,
Please don't leave any of your belongings on... Ooh. Supposed to be exactly? Ukraine? It all looks the same through the blizzard. Nah, somewhere in Romania. On a loop, Doc Ray. Ich glaube, das das Level hier ist für jeden Speedrunner der Graus schlecht. Hey. Ich glaube, das kann man nicht abkürzen. Und ich habe auch noch keine Abkürzung gesehen. Oh, warte. Thank you.
Hello, Mr. Edwards. I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. What are you doing? No! No! This is what it means to lose everything. You're making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me, I seem to have, what were we talking about? Don't worry. We were done. String of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hams and Oil, Juan Luis Founder Tim Quinn, and plenty of other people step down for the moment. Bye bye, Diana. Bye bye. You will always be remembered. That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Dead. And yet, here you are. I choose this path because I can. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. What? B. Wait, what? Was? Haben wir einfach ein offenes Ende? Oh. Du Schlingel. Haben wir etwa hier ein offenes Ende? Plot Twist 47 ist James Bond. Holy shit, das wäre ein richtiger Plot Twist. Mann, das wäre aber ein richtiger Plot Twist.
Plastic Surgery und er ist dann James Bond. Alter, Magger, wenn die so eine Brücke bauen, das wäre sick. Aber das können sie nicht machen. Ich glaube, dann kriegen sie Ärger, mit wem auch immer die Rechte gehören. Das würde, ich glaube, das würde die Rechteinhaber stören. Schönes Ding, ey. Die NPCs können noch ein bisschen Feintuning vertragen, auf jeden Fall. Aber gefällt mir gut. Hitman 3. Nee, die Dame hat uns nicht verraten. Nee, Diana hat das alles geplant. Die ist ja jetzt quasi Chefin von Providence. Hitman gehört nicht Square Enix. Das gehört IO Interactive. IO Interactive gehört Hitman. Im Vergleich zu zwei recht kurze Spielzeiten. Ich glaube, das hat letztens schon jemand gesagt, ich glaube 300 Stunden Hitman spielen macht dich einfach schnell. Also ich sag mal, für mich ist es nicht mehr so schwierig, Wege zu finden, um Level abzuschließen. Also es ist genauso viel Content wie auch in den anderen Spielen. Nur dadurch, dass wir seit Weihnachten bis jetzt, also fast zwei Monate jetzt am Stück Hitman spielen, geht das eigentlich relativ zügig von der Hand. Also wir haben aber auch immer noch, also wir haben noch nicht, glaube ich, eine einzige Story-Mission beendet. Wir haben noch nicht mal ansatzweise alle Attentate beendet. Und da ist schon noch sehr viel Spielzeit drin in Hitman 3 auf jeden Fall. Ja, ja, ist dieselbe Anzahl von Missionen. Sind wieder 6 Missionen. Unzählige Attentatmöglichkeiten, Story-Missionen. Und die sind auch sehr groß. Also, bis auf der Zug jetzt, wobei der Zug wird richtig cheesy. Das Silent Assassin, ich weiß gar nicht, ob das Silent Assassin geht, wenn man alle Agenten tötet. Wenn man die aus dem Fenster schmeißt oder so eine Scheiße wahrscheinlich. Aber das ist jetzt vorerst erstmal das letzte Hitman gewesen. Jetzt werden wahrscheinlich noch DLCs kommen, schätze ich mal. DLC-Missionen. Also es ist ein offenes Ende. Kann also sein, dass sie nochmal irgendwann nochmal eins rausbringen. Ich denke mal, das wird auch davon abhängig sein, wie James Bond läuft. Bei IO ist halt, IO ist Hitman halt. Die haben bis jetzt das Beste, also es gibt kein besseres Game in dem Genre. Es gibt kein besseres Game in dem Genre.